Nein, ich habe deine Ohren nicht gefressen. Und da ist Horrorkid, er wartet uns schon schwebend. Ich sitze wieder nicht mittig in der Cam, Manu. Vesta! Tail! Sümpfe, Berge, Ozean, Canyon. Rasch, die vier, die dort gefangen sind, bringen sie her! Du sprichst nur, wenn ich dir es sage, törichte Fee. Ich wollte schon sagen, erlaube, aber... Hat mein Hirn ein bisschen vorinterpretiert. Jetzt reicht's! Ich werde nicht zulassen, dass dein Plan aufgeht. Nun, was auch immer. Selbst wenn sie jetzt noch kommen würden, könnten sie mit mir nicht mehr fertig werden. Seht nach oben. Versucht doch, das Unabwendbare zu verhindern. Boah, 5 Minuten bzw. 5 Ingame-Stunden. Ja, dann rufen wir mal unsere 4 großen Freunde. Ich mag das Spiel echt. Auch wenn es gerade so aussieht, als würde Horrorkid da in der Luft wackeln. Also Erdbeben in der Luft, was irgendwie unlogisch aussieht. Auch interessant, hier in der europäischen und amerikanischen Version war der Ton global, das heißt permanent hörbar. Und im japanischen Original haben die das irgendwie umgestellt, dass der Ton relativ von der Kamera entfernt ja, abgespielt wird, so von der Lautstärke her. Das hat einen recht coolen Effekt gegeben damals, finde ich. Er hat einen Schlaganfall. Ja, genau. So eine heftige Szene, ey. So wie die vier da am Zittern sind, will ich mir nicht vorstellen, wie heftig das sein muss, den Mond da jetzt aufzuhalten. Ach, mein Gott. Aber sie haben es geschafft. Er ist stehen geblieben. Wir haben es geschafft. Es ist vorbei. Yay. Ah, Schwester. Tail.
Warum sagt sie eigentlich nie Bruder, außer vielleicht am Anfang? Wir haben es gerade noch geschafft. Die Götter waren uns gnädig. Hey, Horror Kid, hast du nun erkannt, was du im Begriff warst zu tun? Warte, Schwester, sei nicht so hart mit dem Horror Kid. Pale, warum nimmst du ihn in Schutz? Er hat dich doch nur schlecht behandelt. Du solltest ihn dafür hassen. Das Horror Kid, es war nur einsam. Es hat versucht, alles um ihn herum zu zerstören. Es ist nicht gerade eine Art, wie sich ein einsames Kind benehmen würde. Es war die Maske, die es dazu trieb. Das Horror Kid konnte diesen Mächten keinen Widerstand bieten. Es war zu viel für ihn. Quatsch. Nicht nur, dass er weder die Willenskraft noch Mut verfügt, es ist auch noch ein völliger Narr. Da muss ich dir recht geben. Zu viele Schwächen hielten es davon ab, an meiner Macht teilzuhaben. Okay. Ja, stimmt. Gib deine Dummheit zu. Huch. Eine Marionette, die nicht länger benutzt werden kann, ist einfach nur Abfall. Der Part dieser Marionette ist nun vorüber. Oh ja. Das kann nicht sein. Was geschieht nur mit dem Mond? Was ist denn mit dem Mond? Abgesehen mal davon, dass es jetzt Staubsauger spielt. Oder er. Ich bin, um zu verzehren. Verzehren! Alles! Oh, jetzt frisst der Mond die Erde. Oder zumindest den Terminateil. Abfall ist mein dritter Name. Ach, sowas doch nicht. Wow, das ist gar nicht gut. Wir müssen weg von hier, rasch! Die Hymne der Zeit, die Hymne der Zeit! Nö. Oh nein, machst du Witze? Sag nicht, dass du da hinauf willst! Wir müssen, Taya! Vergiss es, du kannst allein gehen. Ich bleib hier bei Tail. Ich werde gehen. Wie? Was sagst du da, Tail? Was ist los mit dir? Ich will nicht immer davonlaufen. Wäre ich stärker, hätte ich das alles verhindern können. Character Growth. Nice. Ich verstehe. Ich werde gehen. Hale, du bist richtig stur geworden. Genauso wie jemand anderes, den ich kenne. Ja. Wisst ihr, ihr seid wirklich blöd. Müssen die vier mehr trainieren? Ja gut, sie sind im wahrsten Sinne des Wortes Köpfe mit Armen und Beinen. Aber schön, dass der Körper vom Horror Kid nicht mit hochgezogen worden ist. Ich meine, der liegt schon die ganze Zeit in diesem komischen Strahl. Und damit sind wir auf der Mondoberfläche oder in dem Mond? Ich bin mir nicht sicher. Aber es wird hier auch nicht wirklich erklärt. Obwohl vielleicht im Lösungsbuch, welches gerade zuliegt. Na super. Ach ja. Können sie Sit-Ups machen? Unbedingt. Oder sie schauen sich die irgendwie bei Ring Fit Adventure was ab. Stimmt, das wollte ich ja auch noch eventuell gestreamt haben, aber da bräuchte ich definitiv ein komplett anderes Setup für, weil, wenn man sich dann bewegt, kann man keine Kopfhörer tragen, die für den Ton des Spiels schon sinnig wären und, das wäre dann doof hier so mit einem Mikrofon, das dann gefühlt alles aufnimmt und ja. Das wäre dann recht unpraktisch, würde ich behaupten.
So, jetzt rennen hier allerdings die vier Miniaturmaskenhändler mit den Vermächtnismasken auf dem Kopf rum. Ach, schönes Wetter. Findest du nicht auch? Masken, du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken. Gib mir welche. Okay. Ja. Geben wir, würde ich sagen, erstmal die, die wir garantiert nicht brauchen, ab. Wähle ich jetzt erstmal die vier hier aus. Drei. Nein, die Sonne scheint zu viel. Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Verstecken. Lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Yay. So, und damit willkommen im Deku-Abschnitt von unbenannter Dungeon im Endgame-Bereich. So, und in jedem dieser Abschnitte gibt es auch noch ein, eine Art geheimes Erzteil. Beziehungsweise geheim sind sie eigentlich nicht, aber manche halt relativ gut zu erreichen, schwer zu erreichen. Nee. Deutsch. Partymusik. Naja. Das war knapp. So. Geiles Versteck. Man muss einfach den Weg folgen, aber nicht schlecht. Ja gut. Ich glaube, ich habe die falsche Blume dafür genommen. Ah ne, das könnte doch noch knapp passen. Ach, nice. Ja gut, einfach den Weg folgen ist auch ein bisschen zu viel gesagt, weil, naja, man wird es noch im Zora-Bereich merken, sag ich mal. Boah, jetzt will der Deku sich wieder nicht in die richtige Richtung drehen. Das ist echt voll doof. Ah, sind deine Masken weg? Noch nicht alle. Aber ich würde behaupten, wir arbeiten dran. Das ist echt doof, wenn man das nicht richtig Okay, wie lange der hier aushält? Das wundert mich gerade. War trotzdem doof, dass, naja. Dass das Timing manchmal nicht so passt. Um es fair auszudrücken. Wird doch keine 100%. Naja, wegen den Masken. Also 100% Masken, ja, aber nicht Herzteile und so. Und das war knapp. So, zweimal den Schnee weggescheppert und jetzt ist es ruhig. Nice. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Ja, natürlich gebe ich die Hasenohren als letztes ab. Ich meine, hey, die können teilweise noch echt nützlich werden. Dankeschön, du bist nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Deine Freunde, was für Leute sind das? Nette Leute, coole Leute, Leute, die ich mag und die mich auch irgendwie mögen, sonst würden sie ja nichts mit mir zu tun haben wollen. Ja, ich frage mich, diese Leute, betrachten sie dich als Freund? Flaschen. Sowas würde ich nicht unbedingt sagen, aber okay.
gibt doch nicht alle Masken ab. Man behält, glaube ich, 4 Masken. Naja, prinzipiell die... Also, die Reihe hier, die wird komplett übrig bleiben am Ende. Aber naja, das wissen wir ja noch nicht. Also, pst. Ich find's gerade schön, dass die Sonne scheint, weil dadurch erscheint mein Mund auch nicht so, als hätte der eine geringe Framerate. So, du bist Fischmaske. Du bist Wurmmaske. Dann haben wir da noch den mit, was auch immer gut für ein Wesen ist, Maske. Wenn ich Freunde hätte, dann keine Ahnung. Ach, betrachte das nicht immer so pessimistisch. Notfalls, funktioniert wenigstens der Discord-Link. Beziehungsweise Command. Ich weiß gar nicht, habe ich den mit großen oder kleinem D? Ach, da muss ich mal ein paar Aliase hinzufügen. Ah ja. Notfalls auf unserem Discord kannst du dich gern mit den Leuten, die da rumhausen, anfreunden. Ich meine, hey, wir sind viel, wir sind divers. Aber vor allem, wir gucken auch gerne Filme abends oder so zusammen. Oder Serien. Ja, was gucken wir eigentlich zurzeit? Ah ja, hier, Neppy und ich gucken halt aktuell noch, hier. Ah, jetzt komme ich nicht auf den Namen von der Disney-inspirierten Serie. Ach Mann, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ruf uns an im Voice, beispielsweise. Doch jetzt haut unser gut messgiger Typ da ein paar Punkte raus. Schönes Wetter, findest du nicht auch? Masken. Du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Dann werde ich mit dir spielen. Also, die Masken. Gib mir welche. Auf Corona-Basis. Aha, okay. Ja, dann kann der hier jetzt erstmal die Fuchsmaske haben. Nee. Oh Mann, immer diese geizigen Typen, ey. Oh, kriegst du noch hier die Schweinemaske? Dankeschön. Du bist ein netter Kerl. Oder etwa doch nicht? Hm. Häng da irgendwie gerade 50-50 zwischen. Ich meine, im Untergeschoss ist leider noch alles da. Aber dafür entwickelt sich mein Obergeschoss. Die Maske des Duftes. Ja, genau, dann kann der schön schnüffeln gehen. Verstecken. Lass uns anfangen. Also gut, ich verstecke mich. Da versteckt er sich. Oh, und dieser Goronenabschnitt hier, der war echt zum Kotzen. Vor allem, wenn man dann auch noch das Herzteil haben wollte. Vor allem, ich weiß gerade nicht, wo sich hier nochmal das Herzteil versteckte, aber ich glaube, das werden wir noch sehen. Ich bin gerade halt auch nur heilfroh, dass ich hier... Ah nein, ich muss drehen. Fuck. Dass ich hier, na, wie heißt es? Gerade nicht auf die Magie achten muss, weil ich mir... Ja, weil ich mir im letzten Tempel noch die, Special-Milch geholt habe. Nicht die Maske von den Soldaten, dem, wo das Kind gehört. Ja gut, Ocarina of Time ist hier ja, sag ich mal, überfällig. Aber naja. Naja, nicht wirklich überfällig, aber... Ach, ich weiß jetzt auch nicht, wie ich das sinnvoll kommunizieren sollte. So, und ich mag mich irren, aber ich glaube, hier gab es das Herzteil. Nein. Nee. Ich guck jetzt einfach mal. Ich meine, hey, notfalls gehe ich auf das Ding da und bin wieder am Anfang. Es ist hier halt echt schwer zu erkennen.
Okay, hier bin ich wieder am Anfang. Das war's also schon mal nicht. Herzlich willkommen zurück. Okay. Wegen Herzteil oder? Inwiefern genau? Nein, 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 nein! Ach so, am Start. Ja! Das hier wird jetzt ein bisschen schwieriger, aber zum Glück kriegt man auch keinen Herzverlust dadurch, dass man runterfliegt. Ich meine, wie heftig wäre das, bitteschön? Also mit der kleinen Magieleiste könnte das hier doch echt schwierig werden. Oh nö. Mann, oh. Diese Stelle ist echt gemein. Ich glaube, in diesem Tempel würde ich durchdrehen. Versteht ihr? Durchdrehen? Ja. Ich würde eher am Rad drehen, aber... Ja gut, zum Glück stecke ich ja nicht persönlich da drin. Boah, wie ekelhaft müsste das sein, ernsthaft selber in so einem Dungeon zu stecken. Ma! Mann! Wenn du das Buch lieben würdest, könntest du es schneller finden. Hä? Was für ein Buch und was hätte das Lieben damit zu tun? Ist das jetzt vielleicht irgendwie so eine Referenz, die ich gerade nicht verstehe? Das Lösungsbuch lesen, scheiß Autokorrektur. Ach so, ja gut, das Lösungsbuch, das habe ich hier direkt neben mir. Aber das ändert ja auch nichts an der Tatsache, dass ich die Steuerung hier ab dieser Stelle irgendwie total verkacke. Nein! Ich meine nämlich tatsächlich, dass das Herzteil erst irgendwie ab... Ja, ich würde so sagen, kurz vorm Ende von dem Parcours hier zu kriegen ist. Ich weiß es halt auch gerade nicht so genau, aber... Noch ist es uns jedenfalls nicht über den Weg gestolpert. Oder wir sind noch nicht drüber gestolpert. Nein, Mann. Es war so knapp, ey. Kurz vorm Ziel? Ja, wahrscheinlich. Aber hey, wenigstens sieht man Fortschritt. Und ich meine, wir haben ja auch kein Zeitlimit mehr, also alles perfekt. Na, danke. Üben, 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 mach den Meister, da sagst du was.
Okay, das da sieht schon... Ah, da ist das Herzteil. Ja gut, dann muss ich jetzt nochmal gucken, dass ich von der Truhe aus genug Speed draufkriege. Scheint aber knapp zu passen. Yes! Wir haben das zweite Herzteil! Wuhu! Gut, jetzt müssen wir nur irgendwie wieder zurück. Ach ja, stimmt, hier kommt ja nur Magie raus. Aber schön, dass hier so ein Streifen direkt angelehnt ist darauf, wo man jetzt hin muss. Oh. Oh, okay. GG, sorry, hab was geschaut. Macht doch nichts. No need to excuse yourself. Hä? Bin gerade ich die einzige Person, die das hier gerade nicht kapiert, was da passiert ist? Nope. Ich meine, ich halte hier echt nur A gedrückt so weit. Weil mehr muss man hier ja aktuell an den Stellen nicht tun. Gut, hier muss man steuern, aber das gerade eben war echt seltsam. Das war ein Bug. Ah! Mano. Naja, wie gesagt, wir haben ja alle Zeit der Welt. Erst bei der Zora-Ecke, meine ich, wird's ekelhaft. So, und das da sieht aus wie das Ziel. Also werde ich wohl... Oh, über der Brücke hier ein bisschen Gas geben, holen, wach machen, weiß ich nicht. Oh ja, that looks like a Ziel. Naja, Finish, meine ich natürlich. Du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr. Okay, hier hast du noch eine mit schönen, pinken, langen Zöpfen. Mehr. Boah, ey, der erinnert mich mit diesem Meer echt an diese... ach, wie heißt es nochmal? Wer muss da noch an Man in Black denken? Die Schabe, die da irgendwie Zuckerwasser will und dann immer mehr Zucker verlangt. So, hier hast du noch eine explosive Maske. Nicht exklusiv, sondern explosiv. Haha, dankeschön. Du bist nett. Tschüss, Feenmaske. Auf Nimmerwiedersehen. Ja gut, wir kriegen die Masken ja alle im Nachhinein nochmal wieder. Ich meine, hey, die ganzen Quests sind ja zum Glück eingetragen, also es ist kein Problem, die alle nochmal nachzuholen. Darf ich dir eine Frage stellen? Du, was macht dich glücklich? Uff, gute Frage. Da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht wirklich drüber nachgedacht. Nur seit ich endlich mal überhaupt irgendwas verspüre, auch sowas wie Euphorie, nicht die ganze Zeit nur Neutralität oder extrem Scheißgefühl.
habe ich da noch nicht wirklich viel mitbekommen, aber ich würde einfach mal behaupten, was mich glücklich macht, ist, mit Freunden zusammen eine gute Zeit haben. Ich frage mich, was dich glücklich macht. Macht es andere auch glücklich? Stimmt. Ja, wie gesagt, für YouTube und Co. habe ich scheinbar noch keine Kommandos eingerichtet. Aber, naja, theoretisch kann ich das ja mal eben machen. Muss da halt nur die Avatars für anhalten. So. Bot Commands. Edit Custom Commands. Naja, tatsächlich habe ich allerdings einen für den Merch. Warum habe ich keinen für YouTube? Create Command. YouTube. Continue. Edit. Restricted to everyone. Und send message. Und da müsste ich jetzt mal eben meinen YouTube-Link raussuchen. Aber das geht ja relativ easy peasy, lemon squeezy. Einfach YouTube öffnen, auf meinen Kanal drücken. Und natürlich habe ich hier noch diesen Cluster-Link. Toll. Und da bebt es auch noch. Ich meine, ich hatte ja inzwischen meinen eigenen Link angefordert, also Custom Link, weil 100 Abonnenten und so. Ach Mann, muss ich da über Studio irgendwie reingucken? Was unter Anpassen? Branding, Bild, Bannerbild, Wasserzeichen im Video, nein. Oh, Kanalbeschreibung müsste ich hier echt mal eingeben. So, kopieren wir jetzt mal den richtigen. Also den neuen richtigen. So, und Hasenohren-Buddy ist jetzt in unserem Discord. Yay, willkommen in der Kolonie. So. Save and exit, save and exit, connect. Yay, es funktioniert! Nice. Es erinnert mich gerade an Kingdom Hearts. Da wird man auch gefragt, was ist wichtiger, Freundschaft, Liebe oder Mut? Ja, Kingdom Hearts am Anfang, das war sowieso... Ich fand das ziemlich cool eigentlich, was die da gemacht haben. Vor allem dadurch kann man sich ja quasi den eigenen Fortschritt ein bisschen spannender machen. Ich meine... Entweder levelt man am Anfang schwer und dann zum Ende hin immer leichter oder halt am Anfang leicht und zum Ende hin immer schwerer oder halt man levelt immer gleichmäßig irgendwie mehr oder weniger, aber... Naja, es ist auf jeden Fall eine coole Methode, da irgendwie so ein bisschen Diversität ins Playthrough reinzubringen bei Kingdom Hearts. Ja, ich hab's vermisst in den anderen Teilen, glaube ich. So, das hatten wir gerade schon gelesen. Und nicht wundern, dass eure Avatare jetzt weg sind. Ich hab's Dream Avatars gerade, um den Command hinzuzufügen, nochmal neu gestartet. Und ich weiß... Ah, der Helm ist im Weg. Auf jeden Fall... Auf jeden Fall da über meiner Schulter seht ihr so hinter diesem Doomguy-Helm gerade
das Kissen, den unter anderem mit dem, wo haben wir jetzt meine Emotes? Natürlich bin ich ganz runtergescrollt. Auf jeden Fall, Merch mit meinem ganzen Emote-Arts findet man auch unter besagtem Link. Es ist der Deku-Baum in klein. Also theoretisch hätte man hier das Asset gut für wiederverwenden können. So. Aber nur theoretisch. Aber naja. So, als nächstes kommt unser Freund mit der Fischmaske. Das sieht aus wie der hier. Jawohl. Ach, schönes Wetter. Findest du nicht auch? Naja, der Schnee, den wir letztens hatten, der ist schon komplett weggeschmolzen. Das ist echt schade. Schluck auf, sorry. Das ist echt schade. Masken. Du hast viele davon. Bist du auch ein Maskenverkäufer? Nö. Mann, ey. Oh, dein Ernst. Ah, ich hasse diese Kabelführung. Andauernd rollt man über irgendwas drüber, wo man nicht drüber rollen will. Ah, gib mir welche. Ja, dann hauen wir jetzt erstmal speziell für dich diese alte Mannmaske hier raus. Mäh. Ja, gut, hier kriegst du ja den Hals nicht voll. Mäh. Meine Güte, immer diese aggressiven Leute. Dankeschön. Du. Ach, ich kürze das nicht einfach mal. Bist doch ein netter Kerl, oder dann doch nicht? Hm? Verstecken, lass uns anfangen. Yay! Also gut, ich verstecke mich. Wahaha. Das Update-Video ist draußen von Animal Crossing und immer noch kein Kaffee. What? Das ist gemein. Ich will auch einen Kaffee haben. So, und ich erinnere mich hier absolut nicht dran. Im Prinzip war das hier ja, meine ich, ein Labyrinth, wo man irgendwie komplett random abbiegen konnte, musste, weiß ich nicht. Und hier gab es ja halt auch noch ein Herzteil irgendwo. Aber ich glaube, hier werde ich tatsächlich gucken müssen, wo das war, weil ich habe keine Ahnung. Nein, ernsthaft? Instant am Herzteil ausgekommen? Wie cool. Doch jetzt noch, ja, geil. Doch jetzt noch den Originalausgang zu finden. Uff. Ich meine, jetzt werden wir erstmal wieder zurückteleportiert. Ah, und dann müssen wir einfach gucken, dass wir irgendwo bei, dem Ausgang ankommen. Was hier allerdings komplett random ist, glaube ich. So von der Aufmachung her. Und ich muss echt sagen, mir gefällt diese Tunnelmechanik hier gar nicht, weil... Boah, nicht nur sieht das hier so absolut beengend aus, sondern auch überall so final, sag ich mal. Und hier gibt's auch an sich nicht wirklich viel Interessantes zu sehen. Das ist einfach nur, guck random die Wege nach, dass du da durchkommst. Und ich glaube, deshalb mache ich mal hier meinen Work in Progress auf Seite und schau mal ins schlaue Büchlein rein. Das war ja gerade cool. Was ist genau das mit dem, mit dem... Ach, ich komme jetzt nicht drauf. Mit dem Herzteil? Das war echt cool. Ich hätte jetzt nämlich echt nicht damit gerechnet, dass das einfach spontan direkt da erscheint, wo ich gerade lande. So. Oh! Also links, rechts, links, rechts.
Dann kommen wir am Ziel an. Dass du den richtigen Weg genommen hast. Ah. Ja, das fand ich jetzt auch ein bisschen witzig. Also links, dann rechts, dann wieder links und dann rechts. Dann sollten wir da sein. Ich meine, hey, wird es hier mehr zu sehen geben als nur Wasserweg, sag ich mal, würde ich auf jeden Fall gucken, dass wir hier ordentlich durchgegangen wären, aber... Naja, ich weiß nicht. Du hast mich gefunden! Hey, ich brauche mehr Masken! Ja, okay, hier hast du eine. Die passt zu deinem Fischkopf. Ein Frosch. Mehr, bitte! Und dann noch eine Kuh. Mehr! Boah, Alter, ist der geizig. Boah, dann kriegst du jetzt noch die Kaffee-Maske und... Ich weiß nicht. Diese komische Kamaromaske, die einem aufgenäht wird. Dankeschön, du bist echt nett. Darf ich dir eine Frage stellen? Das einzig Wahre, was mag das wohl sein? Gute Frage. Also ich fände ja eine Beziehung richtig cool. Ich meine, für normale Leute ist das vielleicht schwer vorzustellen, aber... Fuck. Hoffnung. Hoffnung ist auch gut. Frage mich. Wenn du das einzig Richtige machst, macht das wirklich alle zufrieden? Ja, hoffentlich. Ich meine, wer will... Wir wollen doch alle nicht, dass der Mond herabstürzt, oder? Mal ganz im Ernst, wer will sowas? Freundschaft und Familie. Boah, das klingt auch nach das einzig Wahre. Würde ich jetzt mal so behaupten. Auf jeden Fall bin ich froh, dass es mir jetzt nicht mehr so, naja, ich sag mal kacke geht. Zumindest die erste Hälfte davon einigermaßen ordentlich bewerkstelligt zu haben. Familie wäre zwar nice, eigene Kinder werde ich zwar auch nie leider kriegen können, aber hey, dafür gibt's noch Adoption und so. Ah, schönes Wetter, findest du nicht auch? Und da brummt das Handy los. Mal eben gucken, wahrscheinlich ruft meine Mutter gerade zum Essen oder so. Es wurden heiße Waffeln gebacken. Ich bin gleich wieder da. Mein, hey, Waffeln! Wer mag Waffeln nicht?
Frisch vom Waffeleisen. Ah, geil. Waffeln, heiße Kirschen und Vanilleeis. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde das Vanilleeis auch ohne Kirschen und Waffeln nehmen. Aber ich bin auch ein absoluter Vanillesuchti, muss ich da sagen. Ah, bist du etwa auch ein Maskenverkäufer? Den Spruch kennen wir ja schon. Spielen Masken, gib mir welche. Ja. Alter, wie viel will der? Na gut, alle. Ist schon klar, aber... Okay. Das hier war jetzt, glaube ich, auch so eine relativ einzigartige Sache. Ah, dann gucken wir erstmal, was wir hier in den Krügen finden. Oh, Kleingeld. Yay. Genau das, was wir brauchen. Und Magie. Ja gut, wer weiß, vielleicht brauchen wir Kleingeld echt, also... Ach Mann, ich hatte gehofft, dass man dadurch das Kleingeld mitnehmen kann, aber... Naja. Passt schon irgendwie, denke ich. Was erwartet uns denn hier? Oh. Esalfos. Exalfos. Wie man es nennen will. Aber naja, viel hält der nicht aus. Okay, hier geht's direkt weiter. Schauen, ist hier irgendwas? Nee, gut, dann kann's weitergehen. Ups. Verpeilt den Knopf zu drücken. Das Schild. Aber irgendwie ist der Raum hier auch gefühlt absolut zu klein. Ja, danke. Wusste gar nicht, dass der sich auch, naja, dass der auch sowas machen kann. Dann haut er einen irgendwie automatisch um. Das ist echt unfair. Alter! Dein Ernst, du Nervensäge? Naja. Jetzt spielt der E-Bomberman. So, die Tür ist auf und wir haben eine Truhe. Eine kleine, aber immerhin. Dann packe ich mal meinen Enterhaken aus, immerhin. Da es keine Leiter gibt, müssen wir ja irgendwie daher, dahin. Er spielt Kamikaze-Man. Oh, ich bin doof. Wollte schon ohne die Truhe zu öffnen weitergehen, ich glaub's nicht. Hm, Pfeile. Aha. Er hatte jetzt wahrscheinlich echt mit dem anderen Schwert gerechnet. Laburu! Oh ja. Das Lustige ist, diese Eisenritter hier haben sogar noch das Gerudo-Gesicht unter dem Helm. Das hat ein Typ, der eine Serie namens Boundary Break auf YouTube rausgebracht hat, mal gezeigt. So, und hier haben wir Krabbelmin.
Ja gut, dann hätte ich wahrscheinlich doch keine kaufen müssen. Aber, ja, mehr zu haben ist immer besser als zu wenig zu haben. Und da ist die Stelle, die wir aufsprengen müssen. Ist halt gerade nur echt die Frage, wie genau stellt man sich dafür dann am besten hin. Komm, 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 komm. Nein. Oh, hat doch noch gereicht. Na dann, perfekt. Dann sag ich ja nichts. Ich habe damit gerechnet, dass das Ding jetzt echt außerhalb des Explosionsradius war. Bin jetzt nicht enttäuscht, dass es nicht so viel gibt bei Animal Crossing. Ich glaube immer noch daran, dass bald das Café gibt. Ja gut, mal bitte noch nichts verraten. Ich möchte mir das gleich noch angucken. Oder nach Majora's Mask. Was hält er davon, wenn wir da mal gemeinsam reinschauen? Oh, Herzteil. Damit Herz Nummer 15. Yay! So, jetzt ist hier aber allerdings noch die Tür zu. Und mal gucken. Oh. Können kurz das Video angucken. Nice. Ja, als Reaction. Ja, das kann man so behaupten, so sagen, weiß ich nicht. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das Ding jetzt instant trifft. Wahrscheinlich aber nicht. Das klang, als wäre das Ding hinter mir hochgegangen. Okay, ein bisschen muss ich das Ding festhalten und dann loslassen. Hm. Okay, das Timing war zwar auch noch irgendwie nicht perfekt, aber es hat gereicht. Ah, die Mausbomben haben sie nur bei OOT und Majora's Mask drin gelassen, richtig? Nee. Tatsächlich auf dem Nintendo DS gibt es einen der zwei Teile, der hatte die Krabbelminen noch drin. Und ich meine auch einen Game Boy Advance Titel. Ich glaube, es war Minish Cap. Obwohl, nee, Quatsch, bei Minish Cap vertue ich mich gerade, weil da gab es die Bomben und die, ja, ferngezündeten Bomben. Also im Prinzip die Bomben, die normal anfangen zu ticken und dann explodieren. Und dann Bomben, die haben so eine leuchtende Spitze anstelle der Lunte und da muss man dann den Bombenknopf nochmal drücken, damit sie explodieren. Hoppala, das war zu weit. Und dann nie wieder. Ja gut, aktuell gab es halt relativ wenig Grund dafür, die irgendwie noch irgendwo einzubinden. Obwohl ich es mir schon geil vorstelle, wenn die in Skyward Sword nochmal die Krabbelminen rausgebracht hätten. Weil allein da mit dieser Bombenbowling-Mechanik und mit dem Käfer, hätte ich mir, also mit dem fliegenden Käfer, falls ihr euch erinnert, hätte ich mir vorstellen können, dass es eine echt geile Methode wäre, wenn er die, wenn man die Bomben, also die Krabbelminen, dann irgendwie durch die Bewegung des Controllers selbst, manipulieren könnte. Ah, du hast mich gefunden. Hey, ich brauche mehr Masken. Ja, hier wäre schon mal Garo-Maske? Ja, bitte. Möchte mehr. Eine mehr, bitte. Oh, das wäre cool in Breath of the Wild 2. Auf jeden Fall. Ich fände allerdings auch irgendwie, das wäre eine gute Funktion für die Wii U gewesen. Wenn man dann irgendwie so eine ferngesteuerte Bombe platziert hätte und das, die Sicht von der ferngesteuerten Bombe dann auf dem Wii U Gamepad zu sehen wäre, während man auf dem normalen Bildschirm halt weiterhin das normale Geschehen sieht. Und die letzte Maske. Dankeschön, du bist nett. Ja, ich weiß.
Darf ich dir eine Frage stellen? Dein wahres Antlitz, welch ein Gesicht trägst du? Sehr gute Frage. Also ich persönlich würde ja jetzt einfach mal behaupten, da ich mit der Hormontherapie absolut noch nicht durch bin, ist das Ganze hier noch irgendwie nicht das finale Gesicht von mir. Lass es dir schmecken. Dankeschön. Ich frage mich, das Gesicht unter der Maske, ist das dein wahres Gesicht? Naja, für gewöhnlich schon, würde ich behaupten. Oh, wie cool wär's, wenn ich meine Emotes irgendwie auch auf so einer Mütze draufpacken könnte. Alter, das würde ich mir sofort holen. Ich muss sowieso mal gucken, was es alles gerade so in, hier in diese, auf dieser Merch-Shop-Seite Neues gibt. Ich habe da letztens gesehen, es gibt jetzt Metallschilder, die man bedrucken lassen kann. Und dann halt auch bestellen. Und ja, ich habe da direkt mal hier diesen SD-Barbatos, den man da unten auch in den Panels sieht, reingepackt. Und WW Hasenohren, Dude. WW. Ich habe immer noch nichts bei dir im Merch gekauft. Macht nichts. Bis jetzt ist das Kissen da drüben das Einzige, was da gekauft wurde. Also kein Problem. Alle sind jetzt fort, oder? Möchtest du mit mir spielen? Gerne. Du hast nicht zufällig ein paar Masken übrig? Gut, dann machen wir halt etwas anderes. Lass uns Räuber und Gendarm spielen. Genau, das spielen wir. Damit erhalten wir das Gesicht der grimmigen Gottheit. Kann es sein, dass die dunklen Mächte, die in dieser Maske schlummern, noch verheerender sind als Majora selbst? Gute Frage. Sehr gute Frage. Und es wird unter Theorie YouTube-Channels auch spekuliert, dass was auch immer der Ursprung der Maske der grimmigen Gottheit ist, auch dafür zuständig ist, dass der Mond überhaupt dazu kam, dass der runterfliegen konnte. Also dass der jetzt im Fall auf die Stadt fliegt. Drücke C und finde es heraus. Bist du bereit? Du bist der böse Räuber. Und weil du böse bist, musst du davonlaufen. Prima, oder? Gut. Spielen wir? Jetzt wird das Sailor Link. Ja, da hatte ich Neppy ja letztens ein Video zugeschickt. zur Verwandlung mit dieser Maske. Cluedo, im Manga von Majora's Mask wird ja irgendwie sowas angedeutet. Eben, eben. So gesehen war ja Majora der Gute und die grimmige Gottheit, der Name irgendwie schon sagt, böse. Ich meine, der Zustand des Grimmigseins würde ich jedenfalls jetzt nicht als gut bezeichnen. Aber schon cool, jetzt irgendwie als 3 oder 4 Meter Link hier rumzurennen. Über Glitches kann man ja auch die Maske in der regulären Welt anziehen. Und, oh, Sailor Link, du kannst es tun. Yo. Und jedenfalls, da sieht man dann erstmal richtig, dass Link mit dieser Maske auf einfach mal doppelt so groß ist wie jeder NPC, der in Clock Town rumrennt. Also Unruhstadt. Mondstein, flieg! Ja, aber unbedingt. Ich muss gleich noch mal gucken, ob ich das Video irgendwo finde. Packe ich dann in Discord rein.
Da werden die anderen Masken aktiv. Ich glaube, die werde ich jetzt aber erstmal abschießen, weil die mir doch dezent nerven können. Gerade wenn die das machen. Du kannst doch auf meiner Privatlinks und dann in deinen Channel posten. Ja, da hatte ich auch dran gedacht. Ich meine, das macht halt am meisten Sinn. So, damit wären die Vermächtnismasken schon mal down. Ich habe mich auch umhauen lassen. Damit wäre die Maske besiegt. Sie brennt, sie leidet. Sie geht kaputt. Oder auch nicht. Mit der Maske ist es easy. Ja, stimmt schon, aber... ohne hätte ich jetzt auch nicht wirklich Bock drauf, den Kampf zu bestreiten, weil der einfach mal ewig dauern kann. Ich meine, ganz ehrlich, es dauert halt ernsthaft, wenn man den Kampf ohne diese Maske bestreitet. Hallo. Hat der einfach nur aufgemalte Kringel als Augen im Gesicht? Also von dem Auge oben mal abgesehen. Majora's Mask macht Breakdance. Und jetzt wirft er auch noch mit Beyblades um sich, während er rumpeitscht. Und mich nicht aufstehen lässt. Na, darf ich wieder aufstehen? Au. Nintendo hat es in 16 Minuten geschafft. Ja gut, Nintendo ist ehrlich gesagt eine Pfeife. Das ist nicht nur meine Meinung. Alter. Hä? Darf ich auch mal wieder aufstehen? Prima Ballerina. Und jetzt fängt er mit den Beyblades an. Kaputt. Ist der eine Pfeife? Naja. Er recherchiert nicht richtig, wenn er Behauptungen aufstellt. Siehe, die Behauptung damals, dass Lego City Undercover Nintendo Switch exklusiv sein würde, obwohl es für sämtliche Systeme rausgekommen ist. Majora's Mask. Weiblich oder männlich? Eine Maske ist ein Gegenstand, aber so wie sie gekreischt hat, würde ich weiblich sagen. Ja, genau, zurück in die Umlaufbahn mit dem Mond. Yeah.
er ist wach. Bei ihr vier Giganten. Wir sehen uns in Breath of the Wild. Ach ja? Also ich muss ja zugeben, ich hätte es gefeiert, wenn dieser Hero's Shade, also der Geist, der einen in Twilight Princess immer wieder die neuen Schwerttechniken beigebracht hat, tatsächlich das Schwert tragen würde, was hier unser Link jetzt auf dem Rücken hat. Immerhin soll das ja der Link sein. Ihr habt mich also nicht vergessen? Was? Ihr seht mich immer noch als euren Freund? Was, Neppy? Wie soll ich das verstehen? Wahrscheinlich geht Neppy da gerade von den vier Titanen aus. Also Rodania, Darunia. Ja. Wie die nach den Leuten da benannt wurden. Anders könnte ich mir das jedenfalls gerade nicht ausmalen. Hast du mich gerettet? Ich dachte, sie wollen nicht mehr mit mir befreundet sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Vier Giganten von Majora's Mask sollen die vier Titanen sein, habe ich in einem Theorievideo gesehen. Da ist nur das Problem, dass die vier Giganten, die hier in Termina leben, immer noch in einer Parallelwelt leben, also außerhalb von Hyrule. Und so gesehen, da die vier Titanen aus Breath of the Wild ja Sheikah-Technologie sind, wäre es schwer, diese Verbindung tatsächlich aufzubauen. Immerhin, so gesehen, ich weiß jetzt nicht, wann genau die vier Titanen in Breath of the Wild gebaut worden sein sollen. Aber das wird wohl irgendwo um die Zeit vor 10.000 Jahren gesehen von Breath of the Wild aus gewesen sein. Aber sie haben mich nicht vergessen. Ach ja, das hatte ich ja gerade gelesen. Ich bin doof, Mann! Es ist schön, Freunde zu haben. Ja. Ob wir wohl auch Freunde sein können? Horror Kid, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Zugegeben, in dem Stream von Ocarina of Time ist das jetzt nicht passiert. Aber wir haben uns über Salias Lied angefreundet und ich habe dir eine Maske geschenkt. Naja, verkauft für einen zu kleinen Preis. Du hast den gleichen Geruch an dir wie das Feenkind in den Wäldern, das mir damals dieses Lied beigebracht hast. Hat. Siehst du? Ich weiß. Lass uns etwas tun. Oh, das Böse hat also von der Maske abgelassen. Nanü? Nun, zumindest habe ich sie wieder. Da ich mich ja nur auf der Durchreise befinde, muss ich euch nun Lebewohl sagen. Und da haut er ab mit seiner Maskensammlung. Wolltest du jetzt nicht auch nach Hause gehen? War das letzte Mal, dass wir den Maskenhändler gesehen haben? Oh ja. Wann immer sich die Leute treffen, folgt dem auch irgendwann ein Abschied.
Aber dieser Abschied muss nicht für immer sein. Es liegt an dir, die Zeit eines Wiedersehens zu bestimmen. Nun denn, du erlaubst? Aber es ist dir gelungen, viele Leute glücklich zu machen. Link be like, nee, muss noch Navi finden. Er wurde nie wieder in den anderen Spielen gesehen. Nee, tatsächlich nicht. Jede Masken, die du bei dir hast, sind von Freude erfüllt. Von ehrlicher, wahrer Freude. Ach ja. Zu schade, dass wir nur noch 4 Masken haben. Wir haben beide gefunden, wonach wir gesucht haben. Hier trennen sich wohl unsere Wege, nicht wahr? Weißt du, für mich war es eine sehr schöne Zeit. Bald wird der Karneval beginnen. Warum gehst du nicht einfach und kümmerst dich um deinen Kram? Wir haben auf jeden Fall den Karneval vor uns. Boah, wie unschön das rüberkommt. Ich meine, wäre ich jetzt an Links Stelle, ich hätte wenigstens noch den Karneval mitgefeiert. Ob wir ihn in BOTW 2 wiedersehen? Hätte auf jeden Fall was. Da ruft uns Taya noch hinterher. Naja. Danke. Oh, wie süß. Und Tail, der große Bruder oder kleine Bruder, ich weiß es nicht, kümmert sich um seine Schwester. Naja. Ich hätte auch verdammt gern einen Geschwisterteil gehabt. Vieles wäre dann bestimmt einfacher geworden, denke ich mal. Aber eine Garantie gibt es da leider auch nicht. Ach, Koji Kondo. Einer der besten Videospiele-Komponisten, die es gibt. Also Neppi, meine persönliche Theorie ist, weil Navi in Ocarina of Time am Ende dafür gesorgt hat, dass Link sein Schicksal erfüllen kann und zum Held der Zeit wurde, ist sie verschwunden ins Nichts. Sie hat ihren Zweck erfüllt und deshalb gibt es sie nicht mehr. Zumindest wäre das eine Erklärung dafür, okay, das sah lustig aus. Auf jeden Fall wäre das eine Erklärung dafür, warum sie verschwunden ist. Wissen die mich die ganze Zeit wissen? Ich habe keine Freunde. Hab's verstanden. Ach, Notfall. Notfalls machst du dir einfach auf unserem Discord ein paar Freunde. Ich meine, hey, die Leute da sind ganz nett. Und die Geister streiten sich weiterhin von Ikana. Ich find's niedlich. Wir sind wirklich alle nett. Siehst du? Gibt zwar überall immer wieder mal ein paar schwarze Schafe, aber die werden für gewöhnlich auch schnell aussortiert. Da kommt der Postbote zurück in die Stadt. Zwei Geschwister haben ihre Tanzvorstellung, auch sehr nice. Ah, und die Stadtwache muss auch zuschauen kommen.
das wirklich sagen. Das hier ist einer der schönsten Abspann-Szenen, die man je irgendwo drin hat. Allein wie sich hier der Verkäufer im Bombenladen um seine Mutter noch kümmert. Das ist einfach... Sowas hat man echt nicht in jedem Spiel. Oh Gott, nicht die Feen. Ich habe immer noch ein Trauma. Ja, in Ocarina of Time sind sie ja echt drauf aus, dir die Augen auszustechen. Aber hier gehen sie tatsächlich. Ach schön, und der arbeitet jetzt in der Bar mit? Ach ja, und die kleine Pamela hat auch wieder ihren Vater. Hallo YouTube. Oh ja, hallo YouTube. Oh Gott, entsprechend dürfte das noch ein bisschen... Ja gut, bis das hier auf YouTube zu sehen wird, muss ich erstmal noch einiges schneiden. Zeit. Oh ja, und Tingel ist Trauzeuge. Und man sieht Carfei gar nicht richtig. Ja gut, die wollten wahrscheinlich kein neues Modell erstellen, um zu zeigen, dass er jetzt wieder, hier... dass er wieder ein erwachsener Mensch ist. Kann ich mir jedenfalls vorstellen. Ich meine, hey, der Fluch dürfte ja jetzt schließlich auch behoben sein. Zu faul würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, es gibt viele Studios, die sowas machen. Immerhin, was man irgendwie nicht sieht, muss man auch nicht animieren. Entsprechend ist es auch lustig, sich in Doom Eternal beispielsweise die Szene an... Ja gut, da werde ich jetzt nicht spoilern. Ich hab's ja noch nicht gestreamt, hab's aber noch vor. Ah, herrlich. Ende.